Der Sommer kommt. Jetzt wäre dein Einsatz gewesen. Aha. Nein. Machen wir nochmal. Der Sommer kommt. Und wenn du den mit deiner eigenen Strandtasche am Strand verbringen möchtest, zeigen wir dir wie. Bleib dran. Hi, ich bin der Felix vom Nähmaschinen aus Scharschuh und heute habe ich euch wieder jemand mitgebracht, meine Schwester, die Christine. Und Christine, erzähl doch gerne mal, was du uns heute mitgebracht hast. Ich habe gehört, wir haben wieder ein tolles Projekt, wirklich für jeden und jede, oder? Genau, was Einfaches wieder diesmal, was jeder zu Hause mit seiner Nähmaschine nähen kann. Nachdem es ja jetzt hoffentlich bald Sommer wird, haben wir eine Strandtasche diesmal, die wir nähen. Hey, die sieht gut das aus. Muster ist diesmal etwas größer geworden, die wir nähen, wird etwas kleiner. Aber in diesem Prinzip mit einer beschichteten Baumwolle und innen drin einfach einer ganz normalen, gepunkteten Baumwolle in dem Fall. Genau, für den Strand, für zum Einkaufen gehen am Campingplatz oder was auch immer man es braucht. Sehr cool. Genau. Finde ich toll. Wie hast du dir vorgestellt, dass wir verfahren? Du erklärst uns wahrscheinlich jetzt mal noch, was wir so brauchen dazu. Richtig. Oder? Super. Also, wir brauchen, die legen wir dabei mal unten hin. Wir brauchen unseren Stoff. Genau. Das heißt, wir brauchen einmal einen Außen-, einen Innenstoff. Ich habe in dem Fall mich entschieden für außen die beschichtete Baumwolle, weil gerade wenn man es als Strandtasche benutzt, ist natürlich praktisch, wenn es wasserdicht ist. Na klar. Habe für innen einen ganz normalen Baumwollstoff genommen, in dem Fall dann diesen türkisfarbenen. Wir brauchen... Gerade bei dem beschichteten Baumwollstoff, ich weiß nicht, ob du wärst wahrscheinlich sofort dazu gekommen, aber da musst du ja auch an das Teflonfüßchen denken. Gell? Genau, richtig. Den habe ich auch schon mitgebracht hier, unser kleinen Teflonfuß. Das ist ja egal, ob du jetzt mit der beschichteten Baumwolle arbeitest, ob du mit Leder arbeitest oder mit so Velurleder, genau, oder ähnlichem. Gleitet einfach viel besser. Ist viel, viel schöner, das stimmt, ja. Genau. Ich habe nicht die Gefahr, dass es irgendwo bremst dann. Genau. Was ich auch brauche, damit das Ganze nicht wie beim Probestück so schlabberig wird, kann man natürlich auch einfach so lassen. Man kann es aber auch verstärken. Ich habe es jetzt in dem Fall für unser Nähprodukt hier, habe ich es verstärkt mit einer Flieseline innen drin. Die ist auch schon aufgebügelt in dem Fall. Die hast du einfach nur aufgebügelt? Die wird einfach nur aufgebügelt. Was für eine Flieseline ist das? Das ist eine H640 in dem Fall. Okay. Man kann es dünner nehmen, man kann aber auch zum Beispiel ein Dekofil nehmen. Das ist noch etwas stabiler, das ist härter, dann. Das steht dann etwas besser. Oder auch Schabrackeneinlage wird gern dafür genommen. Ah, cool. Genau. Okay. Das brauchen wir so als Material. Dann haben wir natürlich noch unser Gurtband, damit wir das Ganze tragen können. Kann man passend in der Farbe zum Stoff nehmen oder auch einfach Uni-Schwarz in dem Fall. So wie es einem halt gerade gut dazu gefällt. Genau. Vom sonstigen Zubehör, was wir brauchen, über unser Füßchen haben wir ja schon gesprochen. Was hast du dir zurechtgelegt? Unser Magic Pen, damit wir später kennen wir noch... schon von unserem Ostervideo. Genau, richtig. Damit wir später uns das noch anzeichnen können für den Boden dann, damit wir natürlich einen schönen Boden haben für den Stand. Dann sind immer gut entweder ein paar Nadeln oder die schönen Wonder Clips, unsere kleinen Clippies. Was wir auch wieder brauchen, so wie beim Hasen, ist unser Handmaß. Ganz oder wichtig. Ein Maßband. Gehört in jede Grundausstattung. Genau. Und Schere oder Rollschneider. Also fürs Zuschneiden des Stoffs empfiehlt sich natürlich immer der Rollschneider. Hast du wieder die Werkstattschere genommen? Das ist eine Werkstattschere, genau. Nein, universale Werkstattschere. Sonst müssen die Scheren durch alles durch. Genau. Aber die ist sind ja auch super. Wichtig. Ich wollte gerade sagen, wenn du eine hochwertige Schere hast, dann funktioniert das halt auch trotzdem. Das ist schon schön. Die hat schon einiges geschnitten und sie schneidet immer noch wunderbar. Nur Stoff. Nur Stoff, selbstverständlich. Genau. Und ja, für den Stoff an sich, die Stoffschere fürs Zuschneiden, eben würde ich einen Rollschneider empfehlen. Tut man sich leichter als wie mit der Schere. Genau, das ist das so vom Material, was wir brauchen. Und natürlich eine Nähmaschine. Und? Was habe ich dir heute hingestellt? Auf was darfst du? Oh, und Nähgarn. Nähgarn. Unterfaden, Oberfaden. Genau, farblich passend dazu. Ordentliche Nadeln. Was für Nadeln verwendest du? Ich habe jetzt eine Organ Needle drin, eine Titan-Universal-Nadel, okay. 80er Stärke. Okay. Weil wir ja einfach Baumwolle verarbeiten. Nein, vollkommen in Ordnung, Fall. Aber genau. Ist ja vielleicht doch einfach auch interessant zu wissen. Ja. Super. Genau. Dann ganz kurz noch zur Einleitung. Wir nähen jetzt heute mit unserer Bennett B77. Warum haben wir uns die ausgesucht? Ganz einfach. Wir haben uns kurz überlegt, okay, was steht alles gerade im Laden? Was können wir vielleicht auch noch neu auspacken? Wir packen ja schon immer gerne auch mal was aus. Und wollen heute einfach mal mit der B77 nähen. Einfach deshalb, weil sie nicht nur praktisch ist zu nutzen, einen schönen, angenehmen Innenraum hat, sondern auch den integrierten Dualtransport.
Und das ist ja etwas, was man sonst nur bei deutlich höherpreisigen Maschinen auch mitunter bekommt. Natürlich auch bei anderen Herstellern, ganz klar. Aber das macht die Bennett B77 schon auch irgendwo besonders und gerade jetzt für die unterschiedlichen Lagen und so weiter genau. Sehr, sehr schön und sehr angenehm. Da gehen wir später im Detail auch nochmal drauf ein. Aber es gibt noch was Zweites und das tauschen wir jetzt gleich. Ich habe es dir auch mitgebracht beim Auspacken. So, wir entfernen das einmal. Wenn alles neu ist, dann geht das manchmal ein bisschen schwer. Ich habe dir mal den schönen großen Anschiebetisch mitgebracht. Der ist nämlich kostenfrei dabei bei der Maschine. Und ich finde, wenn etwas dabei ist, dann darf man das auch nutzen. So, nur den Faden hinten raus und dann einmal schön vorsichtig anstecken. Steht ordentlich. Du darfst loslegen. Genau. Und ansonsten, wenn er nicht ordentlich steht, kann man ihn ja schön anpassen. Hat er Drehfüßchen, mit dem man es dann schön an seine Oberfläche auch anpassen kann. Genau. Du darfst. So, deswegen haben wir uns die B77 dann noch ausgesucht. Wir haben vorher noch drüber gesprochen, tatsächlich. Genau. Sie hat ja noch ein paar Komfortfunktionen. Was hast du dir schon eingestellt? Noch habe ich gar nichts eingestellt, weil wir haben sie ja gerade erst ausgepackt. Aber wir hatten vor... Ja, sag's mir, komm, los, du sitzt vorm Bildschirm. Das Lieblingswort, die Präzisionsdrehfunktion. Weißt genau. du, wo du sie findest oder soll ich sie beschreiben? Im Einstellungsmenü. Mhm. Einstellungen auf jeden Fall. Wir schalten das zuerst an. Genau. Dann gehst du weiter oben auf die Naht, auf das Nähmenü. Und dann findest du ganz unten noch die Nadelposition, also ganz unten mittig, muss man sagen. So mittig von dir aus rechts. Genau. Siehst du das? Ja. Und da kannst du sie anschalten. Dann also für jeden, der eine B77 besitzt, guckt mal, ob die bei euch an ist. Das ist eine richtig tolle Komfortfunktion, aber man muss sie eben einmalig anschalten. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch eine zweite Komfortfunktion. Da haben wir uns vorhin auch schon drüber unterhalten. Das ist so Bernina-like eigentlich immer. Ich meine, Bennett ist ja im Endeffekt eine Tochterfirma von Bernina. Und gerade dieses Multifunktionspedal, das bei den Maschinen dabei ist, ist schon mega cool. Das gibt es auch nur bei den hochpreisigeren Bernina-Maschinen oder eben als Zusatzzubehör. Mhm. Bei der B77, 79, da ist das überall direkt mit dabei. Genau. Und das ist cool. Also muss man einfach so sagen, wir hinterlegen das jetzt auch mit einer Funktion. Genau. Da weißt du, glaube ich, auch schon, wie das geht. Gell? Richtig. Das ist im selben Einstellungsmenü wie eben auch diese Präzisionsdrehfunktion. Einfach nur auf der nächsten Seite geblättert dann befindet sich ein Symbol mit einem Fuß und dem Pedal. Da drücke ich drauf und dann kann ich dort wählen, was denn diese Back-Kick-Funktion denn alles tun soll. In dem Fall wäre mit einem Herzchen gekennzeichnet, das ist sozusagen diese Lieblingsfunktion, die schon standardmäßig hinterlegt ist, die Möglichkeit zu sagen, du vernähst mir bitte, wenn ich da drauf drücke, schneidest ab und hebst das Füßchen an. So, ja, das heißt, drei Arbeitsschritte in einem. Ja, das genau. ist cool. Und wir können die Hände am Stoff lassen. Hände am Stoff lassen, genau. Genau, das haben wir jetzt aktiviert. Und dann schließen wir das ganze Menü wieder und dann sind wir auch schon bereit zum Nähen. Genau. Ich freue mich, ich bin gespannt. Also, ich habe vorher ja schon gesagt, wir haben einmal unsere beschichtete Baumwolle und unser Gurtband. Ich habe jetzt auf einer der beiden Außenseiten das Gurtband bereits aufgenäht, aber wir sind auf die Maße noch gar nicht eingegangen, wie groß die Tasche ist. Ja, ich würde sagen, so groß, wie ihr es haben wollt. Genau, also so groß, wie man es haben will. Im Idealfall sollte es natürlich ein Rechteck sein. Mhm. Man kann sie natürlich auch viereckig machen. Ich habe jetzt in dem Fall ein Rechteck genommen. 50 auf 40 Zentimeter. Okay. Ist deswegen wichtig, damit ich weiß, wie viel Gurtband muss ich denn kaufen? Wie viel Gurtband brauche ich denn? Okay. Berechnet sich einfach zweimal die Höhe meiner Tasche, das heißt in dem Fall 80 cm, plus das, was natürlich über meine Schulter hängen soll. Die einen wollen es lieber länger, die anderen kürzer. Das heißt, da ist der Referenzwert wirklich, mit was fühle ich genau, mich. Genau, ich habe jetzt in dem Fall, das sind 70 cm, das heißt, ich habe insgesamt pro Seite 1,50 Meter, bedeutet insgesamt brauche ich 3 Meter Gurtband. Okay. Genau, habe ich jetzt auf einer der beiden Seiten einfach schon mal aufgenäht, damit man weiß, wie es aussieht. Man sollte halt schauen, dass man rechts, links den Abstand natürlich gleichmäßig macht. Bei mir sind das jetzt ein bisschen mehr wie 10 cm. Okay. Genau. Und dann unten, man sieht es auch ganz schön, etwas überstehen lassen, damit später das Ganze schön innen drin liegt und auch nicht ausfransen kann oder ausreißt dann. Das ist intelligent. Weil man hat ja doch vielleicht mal 2, 3, 4 Sachen mehr drin und ein bisschen mehr Gewicht drauf. Nein, aber ist ein wichtiger Tipp. Genau. Also daran muss man ja dann doch denken. Gerade so eine Badetasche oder Strandtasche, die hat muss ja schon ein bisschen mehr Gewicht. Genau. Also ich habe so 2 Zentimeter ungefähr überstehen lassen. Dann kann man später schön die ganzen Schäufelchen und Förmchen. Richtig. Was man alles halt so mit zum Strand und wieder nach Hause schleppt. Genau. Und auf unserem Muster, das wir jetzt gemeinsam nähen, habe ich auf der zweiten Seite das Ganze schon mal auch gesteckt. In dem Fall kann man natürlich nicht mit Wonderclips arbeiten, weil da kommt man natürlich nicht bis hin. Deswegen in dem Fall mit Stecknadeln gesteckt. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum es die Stecknadeln immer noch gibt. Du hast jetzt aber die etwas längeren genommen. Ist das Absicht oder war das einfach, weil du die hattest? Das ist, ich sag mal, in dem Fall eine Komfortgeschichte gewesen, weil ich mir denke, ich kann eine längere Strecke stecken, als wenn ich kürzere habe.
Ist aber vollkommen egal. Das sind sogenannte Quiltstecknadeln, genau. Nur zur Erklärung. Die Quiltstecknadeln gibt es mit Blumenkopf, mit so einem Glaskopf. Aber also, in dem Fall tatsächlich, weil sie in Mehrzahl vorhanden sind als in die anderen. Mich hat es nur interessiert, was mir auffiel. Genau. Ja. Gut, dann nehmen wir das Goldband mal an. Wir legen los. Genau. Grundsätzlich, ich sitze ja hier dahinter, ich sehe das gerade so schön. Wenn wir einen Dualtransport haben, dann wollen wir ihn auch bei allen Füßen, die ihn nutzen können, auch nutzen. Das heißt, bitte immer direkt mit anschalten. Das ist ganz wichtig. Und du bitte auch anschalten, gell? So, los geht's. Gut, dann senken wir unser Füßchen. Gradstich habe ich in dem Fall schon eingestellt. Was anderes brauchen wir dafür nicht. Und auch für den fürs Gurtband brauchen wir jetzt kein Teflonfüßchen. Da reicht das normale Füßchen komplett aus. Perfekt. Genau. Das heißt, wir nähen jetzt einmal von unten nach oben. Sie vernäht am Anfang schön. Vom Abstand her, wo man seine Naht setzt, muss ich halt einfach ein bisschen schauen. Klar, das ist natürlich auch der Erfahrungswert irgendwo. Das ist immer ein bisschen fies, wenn ich natürlich hingehe und dann sage, komm, wir nähen heute auf der Maschine, da hätte ich Lust drauf. Genau. Ja, weil auf manchen Füßchen hast du cool, du hast auch extra ein farbiges Garn genommen. Genau, ich habe jetzt in dem Fall so ein schönes, ich weiß nicht, was ist es, Türkis, würde ich jetzt bezeichnen. Eisblau. Genau, passend zum Stoff. Türkis ist richtig, glaube ich. Man kann natürlich auch jetzt für das schwarze Gurtband einen schwarzen Faden nehmen. Farblich passend dazu natürlich immer das Untergarn dann am besten aufspulen. Und immer aufpassen, dass die Nadel rechtzeitig wieder raus ist. Nicht, dass man die erwischt. Ach, da hatte ich jetzt erst wieder eine Maschine, die ich in der Werkstatt, also in die Werkstatt bekommen habe, angenommen habe, um genau zu sein. Da hat auch jemand, eine krasse Sache im Endeffekt, einfach nur eine Nadel übersehen, dann genau draufgeschlagen. Das ist immer ärgerlich und eigentlich unnötig dann. Ja, man macht sich halt super schnell Sorgen, weil sowas passiert einfach, das ist ganz normal, unachtsam irgendwo und dann machst du dir Sorgen, was halt ein Mordschlag tut und du dir erstmal denkst, oh Gott, nicht, dass irgendwas ist. Was aber im Endeffekt ganz cool war, kann ich auch erzählen, ich habe sie dann gemeinsam mit ihr geöffnet, kurz hier auf der Kasse geschaut und dann haben wir direkt nur die Spitze gesehen, weil ja die meisten Greifer unten so einen kleinen Magneten haben. Genau. Und dann haben wir nur die Spitze entfernt, dann war es auch wieder okay. War zum Glück nichts beschädigt. Nee. Da kriegt man aber auch manchmal in der Werkstatt ganz andere Maschinen auf den Tisch, wo dann diverse Nadelspitzen rausfallen. Aber manchmal auch Stecknadeln und alles andere. Also. Pailletten, Stecknadeln. Stecknadelköpfe hatte ich auch schon letztens drin in der Maschine. Wobei das auch wieder cool ist eigentlich bei den ganzen moderneren Maschinen. Man sagt ja dann immer, oh, da ist so viel Kunststoff außenrum und alles. Ja, da ist viel Kunststoff außenrum. Das hat aber einen Grund, weil im Endeffekt, wenn dir sowas reinfällt in die Maschine und es landet einfach nur gerade vorne in dem Raum, dann hast du zu 80% kein Problem, weil einfach Platz ist unterm Greifer. Das heißt, das fällt nach unten rein, bei der nächsten Wartung nehmen wir es raus und es ist gut. Es ist quasi schon vorab mitgedacht. Sehr schön. Das war jetzt dementsprechend unsere Backkick-Funktion, also schön abgeschnitten und gleich cool. Vernäht vorher auch noch. So, erstes Gurtband. Ich habe hier oben, ich weiß nicht, ob man es vorhin gesehen hat beim Nähen. Nicht ganz gerade genäht. Das vielleicht auch, ist von der Seite immer ein bisschen schwierig. Nein, nicht ganz bis nach oben nähen, sondern ein Stückchen Platz lassen, weil wir nähen das Ganze später ja hier oben noch zusammen und dann hat das einfach ein bisschen Luft. Ich finde es ganz cool, dadurch, dass das Garn ja mit dem Gurtband so zwischendurch so unterbrochen wird, sieht das aus zumindest, hat eine tolle Optik. Ja, sieht gut cool. Aus. Schön ausgesucht. So, und dann nehmen wir noch das zweite Gurtband. Also ich liebe ja unsere Nähprojekte. Ja. Ich habe da immer so nichts zu tun. Genau. Vom Gurtband her, von der Breite, ich habe jetzt hier ein, was sind's? Ich glaube 3 cm, also so zwischen entweder 2,5 oder 3 cm sollte man nehmen. Ist eine ganz angenehme Breite eigentlich. Für die Größe von Tasche. Wenn ich natürlich was deutlich Größeres mache, kann ich auch ein breiteres Gurtband nehmen. Wobei das bestimmt 2,5 sind, so wie es aussieht. Ja, ich glaube, es sind 2,5 gewesen. Das war die Sache mit dem Augenmaß. Ja, da haben wir schon festgestellt, dass es bei dir manchmal besser ist als bei mir. Obwohl meins echt schlecht ist. Aber gut. So. Nicht ganz bis nach oben. Ja, du merkst auch, wie kraftvoll die trotzdem arbeitet. Mhm. Das ist schon eigentlich ganz schön. Auch so ein Gurtband ist ja trotzdem hart. Und sehr präzise. Also man merkt in dem Moment sofort, wenn ich vom Pedal gehe, sie hört auf zu nähen. Aber ich sage ja, ich liebe diese Pedale. Die sind super. Das ist so cool. Irgendwie witzig, dass es bei Benetti dann eben kostenfrei dazu gibt. Aber es ist so ein cooles Pedal. Ja. Ja, und auch wirklich praktisch, weil gerade auch mit dieser Backkick-Funktion hast du einfach wirklich die Möglichkeit, die Hände am Stoff zu lassen und aber in einem
zu versäubern, abzuschneiden. Und mit der Präzisionsdrehfunktion. Genau. Also ganz alles wichtig. In allem eine was super auch Funktion. Ganz cool ist, aber das ist jetzt hier nicht weiter wichtig, hätten wir Kanten in dem Material, das wir verarbeiten, haben wir ja auch diese Stoffausgleichs, also Stoffdickenausgleich, ja, um genau zu sein. Bei den Bennett-Maschinen ist das auch sehr praktisch. Andere Händler oder Hersteller nennen das dann Floating-Modus oder Sensorsystem. Hier ist das halt quasi der Stoffdickenausgleich. Aber es ist schon sehr, sehr angenehm und gleicht halt unterschiedliche Höhen wirklich so aus, dass das Nahtergebnis trotzdem noch präzise wird. Sieht aber ganz kurz aus, als würde sie überlegen. Ja, manchmal schon. Was muss ich jetzt noch alles machen, so nach dem Motto? Genau. Stehe ich nach so einem Arbeitstag. So, dann haben wir unser Gurtband angenäht. Das heißt, unsere Außentasche ist jetzt schon soweit vorbereitet. Mhm. Das heißt, wir können eigentlich, ja, wir können dazu übergehen und nähen sie gleich zusammen. Cool. Eigentlich ganz easy. Wir nähen rechts auf rechts, so wie wir das beim Hasen auch schon gemacht haben damals. Mhm. Schöne auf schöne Seite in dem Fall. Und sortieren noch die Bügel. Sortieren die Bügel, damit die auch nicht dort hängen, wo sie angenäht werden, genau. Jetzt brauchen wir unser Teflonfüßchen noch nicht, gell? Oder nehmen wir doch, es würde sich empfehlen, weil wir sind zwar noch nicht auf der Außenseite, aber der ist innen drin auch etwas rutschiger. Das heißt, das machen wir doch. Das heißt, einmal hier unseren Dual-Obertransport weg, Füßchen ausgeklickt. Das geht auch wunderbar einfach bei der Maschine. Wir hatten heute zum Thema Vorbereitung noch das Thema hier mit dem Stoffobertransport. Stimmt. Magst du das mal noch ganz kurz erklären? Weil du hast da sowas Schönes erzählt. Ich glaube, das macht es ganz gut nachvollziehbar. Genau. Man muss aufpassen, bei dem Stoffobertransport darf ich nur bestimmte Füßchen verwenden. Mhm. Und zwar die hinten auch dementsprechend diese Auskerbung haben, damit der natürlich auch dort reinfahren kann. Ja. Weil, ich weiß nicht, ihr könnt es gerne mal kurz zeigen, wenn ich jetzt dieses Teflonfüßchen zum Beispiel nehme und würde versuchen, den hier irgendwo unterzuhaken. Erstens bleibt er gar nicht hängen. Und selbst das ist wenn aber er positiv, hängen würde, weil ich habe das auch schon gehabt, dass die dann so hängen bleiben. Mhm. Entschuldige, dass ich dir da ins Wort falle, aber das ist total ätzend. Und dann bleibt der da hängen und du denkst dann hängt dir, der Fuß warum so näht denn meine Maschine so schrecklich? Ja, genau. Genau, also da aufpassen, dass, ich nicht kann, ja, dass der Fuß dann dementsprechend hinten auch die Aussparung hat. Nee, ist gut, dass du es noch erklärst. Ich finde das ganz wichtig. Wenn ihr natürlich jemanden habt, der da ein Faible für einen 3D-Drucker hat und mit diesem Material arbeiten kann, ich weiß nicht, ob das geht, ehrlich gesagt, aber wenn ihr da jemanden habt, der soll uns doch so Füßchen produzieren, hinten schön mit Loch, das wäre auch gar nicht schlecht. Oder Bernina, falls ihr zuschaut, oder Bernett in dem Fall ja, aber falls ihr zuschaut, tut uns den Gefallen, wir hätten sowas gern einfach auch mit der passenden Ausformung. Das wäre eigentlich sehr praktisch und vielleicht auch vorteilhaft. Falls aber mir jemand sagt, hey Felix, das, was du da forderst, macht gar keinen Sinn, dann fände ich es auch cool, wenn ihr mir das natürlich erklärt. Also meldet euch gern persönlich bei mir, ich lerne immer dazu. Und vielleicht sitze ich ja auch gerade irgendeinem Irrtum auf. Kann ja auch sein. Ja, wobei ich könnte mir schon vorstellen, dass man auch dickere Stoffe, weil du hast gerade vorhin auch gesagt, mit Leder zum Beispiel. Ja, na der Punkt ist halt der, man braucht natürlich auch eine Auflagefläche. Wenn ich die Auflagefläche wieder reduziere und dann den Obertransport habe, der mitarbeitet, der bräuchte ja auch wie ein kleines Überziehschüchen dann, dass das auch wieder gleitet. Also stimmt. Es macht schon Sinn, deswegen wahrscheinlich wird es einfach so bleiben. Aber ein Teflonfüßchen ist wirklich praktisch und das wollen wir jetzt auch nutzen und ich bin still. Genau. Nein, alles gut. Nee, ich habe jetzt nur ganz kurz mit unseren Wonderclips einfach das etwas zusammengesteckt bzw. zusammengeklippt, damit es nicht verrutscht wäre am Nähen. Mhm. Und wir nähen jetzt einmal um die Tasche komplett drumherum, einmal dem Rand entlang. Von der Nahtzugabe, ich habe so einen Zentimeter dazugegeben, reicht vollkommen aus. Ist ja auch wichtig, bei unseren Projekten geht es jetzt nicht um die Perfektion, wenn wir sowas machen, sondern es geht darum, einfach was Schönes Eigenes nehmen zu können. Das ist gar nicht so einfach hier mit unserem Teppich. Also ihr müsst ja sehen, wir sitzen jetzt hier ja immer, also auch wenn das Setting für euch immer das gleiche ist, bei uns ist es so, das ist der neu gestaltete Raum, den wir hier haben, weil in der Ladenfläche machen wir das gerade erst tatsächlich und wir haben in diesem neu gestalteten Raum einen etwas hochflorigeren Teppich. Sieht ein bisschen aus wie im Wohnzimmer, aber liegt auch daran, dass wir uns natürlich wohlfühlen wollen und wenn ihr kommt, ihr euch genauso wohlfühlen dürft. Aber deshalb nähen wir natürlich auf diesem hochflorigen Teppich. Und jeder, der das mal gemacht hat, das ist schon eine Herausforderung. Also meinen Respekt hast du, wenn du das gleichmäßig hinbekommst. Gib mir Mühe. Du kannst dir aber auch die Geschwindigkeit einfach ein bisschen reduzieren. Ja, ich habe sie eh nur auf halber. Okay. Also durchgehen kann sie mir nicht. Haben wir ja Glück gehabt. So, hätten wir dann nur einen Stoffdickenausgleich? Haben wir den gar nicht aktiviert vorher, nee, oder sowas? Aber könnten wir. Das machen wir jetzt gleich. Für den zweiten Gurt, der kommt. Genau, weil wir kommen ja nochmal dran vorbei. So, jetzt muss ich nur schnell schauen im Menü. Wo unter haben wir den gefunden gehabt? Nähmenü? Ja.
Und im Nähmenü siehst du dann auf der zweiten Seite, glaube ich. Ah, da war er. Also ich sitze jetzt nicht davor, aber ich behaupte, genau, da ist er. Zweiten Seite. Ja, habe ihn gefunden. Das ist auch, wenn ihr Fragen habt zu euren Maschinen, ihr kommt ja dann doch meistens bei uns in der Werkstatt raus, da geht das auch so. Also wir versuchen uns das schon vorzustellen. Manchmal rennen wir auch durch den Laden, um dann nochmal genau zu gucken. Aber ja, die Übung macht's. Das ist ganz angenehm, dass sie den Fuß dann in dem Moment, wenn ich vom Pedal gehe, natürlich auch anhebt. Das heißt, ich kann den Stoff so ein bisschen nachjustieren, wenn er doch mal etwas verrutschen sollte. Oi, was haben wir denn da? Ein Haar. Das ist mit reingeschmuggelt. Soll ich irgendwie halten? Ne, ich glaube, es geht. Gerade nur etwas. Mensch, schau mal, wie butterweich das jetzt geht. Macht schon einen Unterschied. Ja. Man muss aber trotzdessen natürlich schon an solche Kanten trotzdem langsam rangehen und nicht mit voller Geschwindigkeit. Man muss ja die Möglichkeit geben, zu reagieren. Ist aber auch ein Unterschied zu älteren Maschinen. Mhm. Viele, die das gewohnt sind, mit Schwung zu arbeiten, das liegt daran, dass die Motoren anders aufgebaut waren. Und da hast du wirklich Schwung geholt, um dann auch die maximale Kraft haben zu können. Heute ist es ja so, wir haben die Motoren, dass sie wirklich auch immer die gleiche Kraft ausüben können, also quasi die gleiche Kraft übertragen können auf die Maschine. Von daher, das Gescheithaferlwissen. Egal, ob ihr langsam oder schnell näht, wenn eure Maschine es langsam nicht kann, kann sie es schnell auch nicht. Genau. So, jetzt haben wir dann gleich einmal außen rum. Das ist halt wirklich das Praktische. Danke fürs Mithalten, aber gerne. Auf dem Tisch, es hängt halt nicht gleich so runter. Es ist jetzt erst ganz am Schluss gewesen, deswegen ist sofort praktisch. Und sonst kostet er manchmal Aufpreis und hier ist er mit dabei, dann kann man schon auch nutzen. Genau. Was wir jetzt natürlich auch noch gleich machen müssen, ist unseren Boden. Mhm. Das hat man beim Hasen auch schon mal. Das konnte ich damals schon nicht gescheit. Genau. Je nachdem, wie breit ich natürlich meinen Boden haben möchte, muss ich mir das jetzt anzeichnen. Ich habe jetzt einen Boden gemacht von 10 cm ungefähr, also einen Abstand von der Ecke abgemessen von 10 cm. Wir formen uns hier unsere Spitze. Okay. Stecken das Ganze etwas fest, legen es uns dann schön auf unseren Anschiebetisch, das ist super. Kein Problem, aber dann kann jeder sehen, wie das Ganze funktioniert. Genau. Jetzt musst du nur da die Finger ein bisschen wegnehmen, weil sonst sind die im Scusi. Genau, messen jetzt hier in dem Fall für den Boden unsere 8 cm. Markieren es ganz leicht, damit wir später auch wissen, wo wir lang müssen. Und das Gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Muss ich nur schauen. Du fluffst dann die Ecken einfach immer nur so einmal auf. Genau, die werden einfach so ein bisschen auseinandergezogen. Guckst, dass die Kanten auf einer Seite liegen. Genau, richtig, dass alles hier auf einer Linie liegt, damit ich nicht später dann hier irgendwo eine Welle zwischendrin habe. Okay. Sondern dass alles in die gleiche Richtung geht. Ich will ja nur, wenn alle so schöne Strandtaschen nähen, dass die am Ende auch symmetrisch ausschauen. Können wir dann eine Strandtaschen-Modenschau machen oder so. Fände ich auch lässig. Achtung, Finger? Ja. Genau. So. Und dann haben wir wieder unsere 8 cm. Dankeschön. Kein Problem. So. Und die nähen wir jetzt einfach einmal im Geradstich ab. Und dann können wir danach die Ecke abschneiden. Und haben schon unseren Boden der Außentasche. Auch da beim Hinlegen natürlich immer schauen, dass man keine Falte unten drin bildet. Das ist jetzt auch eine Herausforderung, da von hinten. Ja. Genau, ich hab's mir gerade schon gedacht, über die offene Kante drüber arbeiten. Genau. Aber auch da praktisch, dass er wieder in der Luft war. Genau, da ist praktisch, dass man natürlich zwischendrin dann doch nochmal bremsen kann. Ja, und so einfach. Wunderbar. Ecke Nummer 1. Und da können wir jetzt einfach hingehen und mit ein bisschen Abstand, nicht direkt an der Naht, sondern einfach mit so einem halben Zentimeter Abstand vielleicht hingehen. Und das Ganze abschneiden. So, und das Gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. So, und dann haben wir hier unsere zweite Ecke. Und auch die schneiden wir wieder schön ab. Mit ein bisschen Abstand. Hey, jetzt sind wir ja schon fast fertig, oder? Fast. Also gefühlt sieht das schon aus wie eine Tasche. Unsere Innentasche. Ja, das stimmt. Aber sieht schon gut aus. Wir können auch die hier in dem Fall dann schon mal
Nein, können wir noch nicht wenden. Nicht zu vorschnell, ich wollte dich nicht hetzen. So, die legen wir jetzt dabei mal beiseite oder tauschen sie gegen unseren Innenstoff. Auf dem Innenstoff habe ich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, die Flieseline bereits innen aufgebügelt, was da auch ganz praktisch ist, wenn man außenrum einfach einen Zentimeter Platz lässt, dann tut man sich leichter beim Nähen. Mhm. Und es ist ja nur als Füllmaterial gedacht, damit es etwas stabiler ist. Okay. Genau, das heißt, auch da gehen wir hin und nehmen das Ganze rechts auf rechts. Und nähen es auch wieder fest? Genau. In dem Fall müssen wir nur aufpassen. Was haben wir beim Hasen bei dem Innenstoff gemacht? Weißt du es noch? Nee. Ich habe doch nicht gesehen. Eine Wendeöffnung. Ah, die Wendeöffnung. Die habe ich verdrängt, die habe ich nicht vergessen, die habe ich verdrängt. Genau, die Wendeöffnung, die zeichnen wir uns jetzt auch gleich noch an, damit wir die nicht beim Nähen dann später vergessen. Das ist ganz schlau. Genau, weil wenn mal zu, dann... Wollen wir den normalen Nähfuß wieder nehmen? Da können wir gerne wieder wechseln. Ich tausche den schon. Magst mal. Du? Ja, klar. Gib ihn dir. Können wenigstens auch schon was machen. So. Für die Wendeöffnung lassen wir uns so zwischen 10 und 15 cm, je nachdem wie groß die Tasche halt ist, muss ich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Platz lassen dann. Am besten irgendwo mittig. Ich würde sagen, wir machen so 12 cm. Das ist bei der Größe absolut ausreichend. Dann kann man es danach schön durchwenden. Was natürlich auch super ist, ist die automatische Einstellung der Spannung. Ich habe jetzt nichts verstellen müssen, egal ob ich die beschichtete Baumwolle... Automatisch stimmt nicht. Also tut mir richtig leid, da muss ich... Also ist cool, ja, das fühlt sich so an, aber eigentlich ist es nur adaptiv. Bedeutet, die passt halt einfach nur an die Naht, die Fadenspannung an. Man müsste sonst den Nähberater nutzen. Der wäre natürlich auch praktisch. Wenn du den Nähberater nutzt, dann hast du natürlich die Vorschläge auch wieder dafür. Aber du hast hier noch keine automatische Fadenspannung. Nein, also das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Ich muss da genau sein, weil das sind halt einfach die Unterschiede zwischen den Maschinen. Und hier ist es maximal adaptiv eben, angepasst an den Stich. Mehr aber auch nicht. Ansonsten kannst du es aber ganz einfach im Display auch verstellen. Was du vielleicht eher meinst, ist, du verwendest ein gutes Garn und deswegen hast du keine Probleme. Das ist auch. Weil das ist tatsächlich... Das ist das Allerschönste. Egal, ob du eine automatische Fadenspannung hast oder nicht, aber wenn du ein gutes Garn hast, dann hast du viel, viel weniger mit den Sachen zu tun. Soll ich was helfen? Nee, ich bin nur gerade hier außen an unserer kleinen Feder am Füßchen hängen geblieben. Ach so. Ja, gut, so nett die ist. Ich habe auch schon jemanden kennengelernt, der hat die einfach weggeschnitten, weil sie ihn gestört hat. Die ist zwar praktisch, wenn man keine Hebamme mehr braucht, also nichts unten drunter legen muss, wenn man Kanten anheben möchte, anfangen möchte, aber andererseits stört die, weil die will jetzt hier innen durch. Die macht jetzt hier so einen kleinen Tauchgang manchmal in der Flieseline dann. Wobei die Füße auch nicht teuer sind. Also tatsächlich, die Person hat sich dann einfach einen zweiten Fuß gekauft, hat ihn weggeschnitten und gesagt, gut, dann passt's. Weil ich immer wieder bemängelt habe, dass sie mit dem Zierstichfuß genäht hat. Okay, naja, gut. Und dementsprechend, war dann die Lösung zu sagen, dann besorge ich mir zwei normale Füße, die erfüllen noch den gleichen Zweck, aber ich kann es eben an einer Seite kürzen. Den einen passe ich so an, wie ich ihn haben will. So. Jetzt haben wir die Wendeöffnung zugemacht. Die Wendeöffnung zugemacht. Was machen wir, wenn uns sowas passiert? Wir können sie an der Seite lassen. Also ihr wisst es jetzt besser, die Wendeöffnung ist leider zugenäht, aber wir können die Wendeöffnung an einer anderen Stelle vielleicht machen. Vielleicht können wir spontan improvisieren. Ja, wir machen sie einfach an der Seite, würde ich sagen. Gut. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr kreativ seid, dann seid es bitte auch, wenn Probleme auftauchen. Verflucht die Maschine nicht, sagt nicht, so ein Scheiß, jetzt war ich abgelenkt, mein Bruder hat hier wieder die Story vom grünen Pferd erzählt. Sondern überlegt euch einfach, wie könnt ihr die Dinge anders lösen. Ganz oft gibt es doch einfach super gute Möglichkeiten, um ein tolles kreatives Projekt auch gut zu Ende zu bringen. Geschweige denn so zu kaschieren, dass es keiner sieht. Muss man sich dann in dem Fall wirklich nur kreativ, wie du sagst, zu helfen wissen. So. Aber spitze, dass du die zugenäht hast. Das war jetzt der Vorführeffekt, wie man es nicht macht. Das war irgendwie im schwarzen Knubbel, oder? Ja, wahrscheinlich. Der hat mich in dem Moment echt aus der Fassung gebracht. So. Mensch. Ich habe mir noch gedacht, sie näht aber lang, aber... Naja. Ja, hättest du mal was gesagt. Für mich sind so Projekte auch immer ein bisschen meditativ. Ich kann da zuschauen, kann ein bisschen mitreden. So, jetzt aber. So. Jetzt. Also Wendeöffnung in dem Fall halt an der Seite und nicht am Boden. So wie wir es wollten. Genau. Genau so, wie wir es haben wollten. So. Wir wenden die ganze Geschichte einmal innen außen. Und jetzt sind wir eigentlich schon
am vorletzten Schritt angekommen, würde ich sagen. Das ist eigentlich auch wieder wie beim Osterhasen. Gell? Jetzt nehmen wir die dann noch ineinander und stülpen sie so rein. Richtig, genau. Die Ecken ein bisschen ausbeulen. Und jetzt nehmen wir unsere Außentasche. Nein, wir brauchen den Boden erst noch, Felix. Jetzt immer mit der Wende. Der Arbeitstag kann anstrengend sein. Und trotzdem nehmen wir dann gern für euch immer noch ein Video auch mit auf. Und dann kommen natürlich auch Dinge mal durcheinander. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Aber wir haben sehr viel Freude dabei. Ich hoffe, ihr genauso. Auch hier 10 cm bzw. 8 cm. Jetzt müssen wir nur schauen mit unserer Wendeöffnung an der Seite, dass wir da nicht in die Quere kommen natürlich. Ach so, die zeichnen wir jetzt auch wieder an, schneiden sie weg. Genau, so wie bei der Außentasche auch. Dann legen wir es doch nochmal hier drauf. Ich helfe dir halten. Genau dasselbe. Warte, ich stecke es einmal kurz fest, damit es nicht verrutscht. Schauen wir nur, ob das uns reicht. Sonst ja, reicht perfekt. 8 cm. Diesmal achten wir darauf, dass wir über den Stoff kommen. Genau. Also das freut mich jedes Mal wieder. Ich sitze jetzt hier dahinter, ich sehe den Dualtransport, wie der arbeitet. Und die Technik gibt es ja schon extrem lang bei den Maschinen. Aber es ist so schön zu sehen, wie der hier halt einfach schon, also natürlich so in kleinen, feinen Nuancen einfach auch optimiert wurde. Weil früher war es so, wenn man mit so einem Dualtransport gearbeitet hat, und ich kenne das halt von den älteren Maschinen aus der Werkstatt, dann kann der auch dagegen stoßen. Also ihr müsst euch vorstellen, der Dualtransport sitzt ja quasi hinter dem Füßchen. Und wenn man Pech hat, dann stößt der einfach hinten gegen das Material und klemmt quasi den Stoff zwischen Füßchen und Dualtransport ein. Das ist natürlich absolut das Schlechteste, was dir passieren kann. Und ich denke mir auch jedes Mal, wenn du da hinten beginnst und der sitzt noch nicht drauf, ich denke mir so, oh Gott, was da passiert. Aber es ist kein Problem, weil der hebt einfach ganz leicht an und damit funktioniert das auch. Und das ist cool, das ist ja einfach schön. Schön, wenn Dinge funktionieren. Genau, nee, also der gleitet wirklich wunderschön mit da hinten. Das ist praktisch, ja. Einmal feststecken, bitte halten. 8 cm. Gar nicht so einfach, wenn man nicht immer gerade davor sitzt. Du bist nur in Gedanken, beim Urlaub gibst du zu. Beim Urlaub, ja. Siehst du schon mit der Tasche am Strand sitzen? Aber es gefühlt schon wieder zu lang hier. So, jetzt hat sich die obere gerade etwas entgegen in die andere Richtung gebogen. Das ist halt in dem Moment, wo es auch auf Spannung kommt wahrscheinlich, oder? Langsam wird es mit dem Fußanlasser auf dem Teppich. Ja, langsam hast du den Teppich ein bisschen platt gemacht. Ja, oder so. Genau. Oder du weißt, wie der Druckpunkt ist. Das ist ja auch immer ganz lustig, wenn die Leute hier bei uns im Geschäft mit Schuhen nähen. Klar, wer näht zu Hause mit Schuhen? Das sind nur ganz, ganz wenige, die das machen. Und also Menschen in amerikanischen Fernsehsendungen, da ist das immer. Aber ansonsten machst du das ja kaum. Und dementsprechend ist das schon allein vom Gefühl her ungewohnt. Das stimmt. Da ist die Maximalgeschwindigkeitsbegrenzung auch manchmal ganz praktisch. Da geht es mir dann in der Werkstatt manchmal genau umgekehrt. Weil ich ganz viel, also viel mehr ja hier als eigentlich selbst auf Socken nähe, sage ich jetzt mal. Und dann geht es mir manchmal andersrum, dass ich mir manchmal denke, irgendwie. Ja, also dann Schuhe zu Hause. Kann nur mit Schuh nähen oder so. Brauchst halt Nähschuhe. Eine Hausschuhe oder so könntest du ja, das wäre ja gar nicht so verkehrt. Das machen ja dann doch viele. Nee, Hausschuhe. So, jetzt aber haben wir unsere Innentasche gewendet und stecken sie in die Außentasche innen rein. In dem Fall sollten wir jetzt zum einen schauen, dass wir die Nähte aufeinander haben, damit natürlich das später ordentlich aussieht. Genau. Da reicht es jetzt wieder. Man kann sich stecken, man kann es aber auch nur klipsen. Und auf der Gegenseite auch. Dann habe ich nämlich schon zwei Anhaltspunkte. Das ist natürlich wieder ganz angenehm, weil du auch kein Loch hast. Wenn genau, du richtig. Und einmal auf der anderen Seite. Man kann sich natürlich auch noch mehr Punkte setzen, je nachdem, mit was für Stoff man arbeitet. Wo wir beginnen, ist eigentlich egal. Ich überlege jetzt gerade, wir machen innen, außen. Soll ich irgendwas halten? Ich denke, so geht es. Ich habe nur gerade überlegt, wie man es für die Kamera am besten hinlegt, damit es eben auch gut sichtbar ist, was wir tun. Vielleicht so? Genau. So. Wir legen die Lagen schön aufeinander. Wir nähen ja jetzt nur die dünnen Baumwollstoffe. Genau, richtig. Wir nähen jetzt einmal außenrum die obere Kante zusammen. Und auch da natürlich immer wieder schauen, dass es auch ordentlich aufeinander liegt. Thank you.
Letzte Klammer. Gleich haben wir es geschafft. Eigentlich hat trotzdem kein großes Projekt. Also eigentlich ja total einfach. Ja. Wenn ich dir so zugeschaut habe, ich meine, klar, du musst das immer mal gemacht haben. Aber ich glaube, der Anleitung könnte ich gut folgen. Finde ich toll. Ja, es ist simpel und man hat einfach eine schöne... Ein schönes Ergebnis schöne, dann auch. Irgendwas, kreative, worauf man stolz sein kann. So. Genau. Die Strandtasche, die sonst keiner hat sozusagen. Ja, da gibt es ja geniale Stoffe. Ich meine, wer hat eine Kordstrandtasche zum Beispiel? Genau, zum Beispiel. Oder da gibt's ja, also gibt es ja wirklich tolle Materialien. Ich Ob jetzt Kord die erste Wahl wäre. Aber ich habe da gerade so drüber nachgedacht und mir gedacht, vielleicht. Ja, oder ich kann sie mir ja auch verzieren mit was auch immer ich möchte. Stimmt, du könntest ich habe jetzt bei unserem Muster zum Beispiel entweder besticken oder ich habe bei unserem Muster ja zum Beispiel eine Bommelborte oben an den Rand genäht. Stimmt. So, da ist die Ziellinie. Juhu. So. Und jetzt kommt unsere Wendeöffnung ins Spiel. Mhm. An welcher Seite haben wir sie? Auf der einen. Auf der da. So. Und jetzt wenden wir das Ganze durch genau diese Öffnung. Mhm. Ist natürlich immer ein bisschen friemelig. Ist eine Herausforderung. Genau. Aber sieht ein bisschen aus wie ein Zaubertrick. Wie so ein kleiner Zauberhut. Ja. Aber man braucht sie auch nicht extrem groß lassen, weil das ist natürlich dann später eine Öffnung, die man ja wieder verschließen muss. Und auch wenn man am Anfang denkt, sie ist viel zu klein, es geht doch. Also ich bin schon manchmal dran gesessen. Ich würde schon lieber kleiner lassen. Ja. Jetzt haben wir das Ganze gewendet. Jetzt stecken wir noch die Innentasche in die Außentasche. Schön, wenn alles am Ende da ist, wo es hingehört. Genau. Die Ecken in die Ecken. Mhm. Genau, okay, also das passt. Weißt du, ich finde das so schön, wenn du nähst, weil ich mir denke, das ist ja eine Inspiration für jeden und jede. Und im Endeffekt, dann kann ich noch ein bisschen was ergänzen und du nähst und ich schaue dir zu und du nähst. Und das ist schön, das ist sehr angenehm. Und ich mache die Fehler und du grinst. Ja, auch zum Beispiel. Arbeitsteilung, genau. Jetzt gehen wir noch hin, legen uns das schön aufeinander. Du darfst wieder an der Seite etwas flach machen, schau, damit man es schön sieht. Das ist meine Aufgabe. Legen uns das Ganze, wo beginnt die Wendeöffnung? Hier vorne. Geht das? Das geht wunderbar. Das war cool. Du hast jetzt gerade das Fußpedal getreten. Du hast gleich die Taste gedrückt, richtig, oder? Richtig, genau. Geht auch. Habe ich nicht dran gedacht, am Anfang zu sagen, aber das ist praktisch. Man kann natürlich über die Taste arbeiten, aber das Fußpedal macht es genauso. Das ist schon praktisch. Das können einige Maschinen, nicht alle, aber testet mal zu Hause. Also es gibt einige Maschinen, die das können, dass man aufs Pedal geht. Maschine direkt mit Absenken anfängt. Ist gerade bei solchen Sachen sehr praktisch, weil ich jetzt nicht loslassen musste in dem Moment und die Gefahr habe, dass vielleicht doch wieder der Stoff etwas verrutscht. Das heißt, ich neben meine Wendeöffnung komme. Wichtig ist, man muss das aber meist einmal anschalten, weil ansonsten greift eine Sicherheitsvorrichtung, die quasi dafür sorgt, dass wenn man aufs Pedal kommt, nicht einfach was passieren kann. Genau. Und dann ist das Ganze schon fertig. Die kleinen Enden kann ich dann noch abschneiden. Dann stecken wir das innen rein. Jetzt ist natürlich die Möglichkeit, einmal hinzugehen und zum Beispiel, so wie wir es auf unserem Beispiel haben, außen so eine schöne Bommelborte anzunähen oder irgendwas anderes Dekoratives noch auf den Rand zum Beispiel mit drauf zu machen. Ansonsten, wenn ich sage, ich möchte nichts weiter drauf haben, kann ich dann einfach noch hingehen, damit das Ganze sich nicht so nach oben wölbt, einfach hingehen und außen noch einmal mit dem Geradstich absteppen. Oder erstmal bügeln. Aber oder erstmal bügeln, genau. Wobei je nachdem, was ich für einen Stoff nehme, jetzt zum Beispiel die Baumwolle, die bleibt schön liegen, die müsste ich jetzt nicht extra bügeln. Stimmt. Aber auch da empfiehlt sich dann wieder das Teflonfüßchen, wenn ich das Ganze mit dem geschichteten Baumwolle mache. Genau. Und dann präsentier uns das mal. Ist unsere schöne Tasche auch schon fertig. Nein, es ist wirklich. Also Christine, ich lege die Tasche mal ganz kurz hin. Ich bin nicht so groß. Es war mir wieder ein Fest. Mir hat das riesig viel Spaß gemacht mit mir dir. Auch. Danke, dass du uns das gezeigt hast, wie so eine Tasche zu nähen ist. Vor allem möglichst einfach. Wenn euch das genauso viel Freude bereitet hat wie mir, dann würde ich euch bitten, lasst auf jeden Fall ein Abo da oder ein Like, also ein kleines Herzchen. Würde uns riesig freuen, wenn ihr uns einfach zeigt, dass euch das gefällt, was wir uns hier denken. Und wenn ihr Ideen habt zu Projekten, die vielleicht genauso einfach, noch einfacher oder vielleicht auch mal sehr interessant einfach noch zusätzlich wären, dann würde ich doch darum bitten oder mal dazu aufrufen, schreibt es uns in die Kommentare, teilt es uns mit, weil wir freuen uns einfach über jeden und jede, die da teilnimmt dran. Und genau deswegen machen wir das ja auch. Also wir haben da einfach Spaß dran und mir hat es heute wieder, wie gesagt, sehr viel Freude bereitet. Ich sage vielen, vielen Dank. Gerne. Und darf euch verabschieden. Bis Tschüss. Zum nächsten Mal.